Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Wie ich im letzten Video schon angesprochen habe, geht es heute darum, wie plane ich meinen Wocheneinkauf und welche Tipps und Tricks kann ich euch mitgeben, die erstens dafür geeignet sind, nicht zu viele Lebensmittel wegzuschmeißen, Geld zu sparen, aber auch optimal den Wochenplan zu erstellen. Fangen wir an. Das Ganze habe ich eingeteilt in drei Bereiche. Und zwar vor dem Einkaufen, während des Einkaufs und natürlich auch danach quasi den Einkauf reflektieren. Generell interessiert es mich, wie das Ganze bei euch abläuft. Habt ihr zu meinen Sachen noch etwas zu ergänzen? Oder vielleicht sagt ihr, ah, das wusste ich ja noch gar nicht, da habe ich nie dran gedacht. Fangen wir an mit dem ersten Schritt. Dieser sieht wie folgt aus. Ich gucke in meinen Kühlschrank, in meine Vorratskammer oder andere Schränke, wo die ganzen Lebensmittel sind, die ich noch habe. Hier sollte man besonders darauf achten, welche Reste oder welche Lebensmittel sind schon angebrochen, die definitiv in der nächsten Woche schlecht werden würden, wenn ich diese nicht benutze oder nicht verarbeite. Jetzt schreibe ich mir erstmal auf, was ich alles in meinem Kühlschrank noch habe, was verbraucht werden muss. Ich habe noch ein Joghurt. Diese ganzen Produkte habe ich jetzt noch im Kühlschrank bzw. im TK-Bereich. Habe ich auch noch mehr. Aber diese Sachen sind erstmal alle verderblich, die ich auf jeden Fall in nächster Zeit aufbrauchen muss. Der zweite Schritt ist daraufhin, einen Wochenessensplan zu erstellen. Meiner geht von Samstag bis Samstag, das kann aber bei jedem variieren. Dieser Wochenplan wird erstellt auf Basis des Checks, den wir in Schritt Nummer 1 gemacht haben. Das heißt, welche Lebensmittel sind da? Und welche sollte man erstmal zügig verbrauchen? Da geht es jetzt nicht darum, um irgendwelche Konservendosen, denn die sind ja nicht verderblich, sondern in der Regel relativ lange haltbar. Das ist mein Wochenplan. Wie ich ja bereits gesagt habe, esse ich ja eigentlich oder plane ich von Samstag bis Samstag. Allerdings habe ich jetzt nur hier im Plan mir erstellt von Montag bis Sonntag. Das heißt, wir fangen jetzt einfach bei Samstag an. Und planen dann quasi hier so hoch, sodass wir am Freitag dann unsere letzte Mahlzeit geplant haben. Wie ihr seht, habe ich morgens schon mal überall einen Strich gemacht, denn ich esse morgens nichts. Mein Essen oder mein Tag fängt erst um 12 Uhr an, da ich Intervallfasten mache. Das heißt, meine erste Mahlzeit ist mittags, die allerdings mein Frühstück darstellt. Wie wir ja gesehen haben auf meiner Liste, was habe ich noch alles? Da habe ich übrigens noch vergessen, zwei Äpfel aufzuschreiben. Das ist mir gerade erst aufgefallen, als ich nochmal in den Kühlschrank geguckt habe. Morgens esse ich meistens einen Joghurt mit einem Apfel und Nüssen oder Joghurt mit TK-Beeren, die ich gerade da habe. Donnerstag und Freitag werde ich allerdings einen Shake trinken, da ich meine Abschlussprüfungen habe und ein Joghurt mit Apfel schwer mitzunehmen ist oder auch während der Klausur schwer zu essen ist. Außerdem werde ich auch am Mittwoch einen Shake trinken. Mein Shake besteht aus Haselnussmilch meistens mit ja, Proteinpulver oder auch Mandelmilch. Ich versuche immer auf pflanzliche Produkte zurückzugreifen. Beim Joghurt gelingt mir das noch nicht immer. Besonders gut gefällt mir die Seite chefkoch.de. Dort findet man eine Vielzahl von Angeboten, von Rezepten, wo man sich Inspiration holen kann oder die man direkt nachkochen kann. Auf der Internetseite sind immer die Lieblingsrezepte der letzten Woche auch abgebildet, aber auch der Bereich, was koche ich heute? Dort sind viele Gerichte aufgeschrieben, wo ich mir nochmal Inspiration holen kann, falls ich überhaupt keine Ahnung habe, was ich genau kochen möchte. Besonders gut gelungen finde ich den Bereich, wo man nach Zutaten auswählen kann. Das heißt, ich habe ja gerade meine Liste geschrieben, was habe ich alles in meinem Kühlschrank. Wenn ich jetzt zum Beispiel noch Lachs übrig hätte, würde man Lachs eingeben und es werden mir alle Gerichte angezeigt, die Lachs beinhalten.
In dem Fall habe ich danach geschaut, was ich noch alles da habe und habe gemerkt und hatte auch Lust auf ein Thai-Curry. Habe ich oben Thai-Curry raus eingegeben und habe mir ein Rezept ausgesucht. Hier gehe ich natürlich nach Bildern, aber auch nach den Bewertungen. Ich koche meistens nur Gerichte, die relativ viele Bewertungen haben und die auch gut sind. Weiter geht's mit hellofresh.de. Dort muss man nicht unbedingt ein Kunde sein, aber dort gibt es auch eine Menge von Rezepten. Hier gehe ich auch wieder genauso vor. Ich gucke danach, welche Rezepte sprechen mich an und schaue im nächsten Schritt, habe ich davon vielleicht noch verderbliche Produkte zu Hause und wähle dann das Rezept aus. Die Zutaten werden einem auch angezeigt, wenn man nicht dort angemeldet ist. Oder auch ganz traditionell die Kochbücher. Wie bereits gerade das Rezept rausgesucht, werde ich hier den Halloumi-Käse essen mit Tikka Masala. Ebenso hier. Ich koche meistens immer für, ich bin ja eine Person, das heißt, ich koche meistens für 2 bis 3 Tage, sodass ich nicht mich jeden Tag in die Küche stellen muss, sondern dann halt immer das Essen schon vorrätig habe. Und so kann ich auch weniger Lebensmittel verbrauchen, denn wenn ich jeden Tag was anderes kochen würde, hätte ich ja super viel Reste immer übrig. Beziehungsweise spart man so dann natürlich auch wieder Energiekosten, denn man muss nicht immer wieder jeden Tag den Herd anmachen. Montag habe ich relativ viel Zeit. Das heißt, ich werde dort das Thai Curry machen. Das werde ich dann auch am Dienstag essen. Und am Donnerstag muss es dann relativ schnell gehen, sodass ich da einfach nur Kartoffeln mit Quark essen werde. Habe ich den Wochenplan erstellt, geht es darum, eine Einkaufsliste zu schreiben. Das heißt, ich schreibe mir eine Einkaufsliste mit allen Dingen, die ich noch brauche, gehe in meine Küche und schaue, was habe ich davon alles noch zu Hause. Hake es ab, streiche es durch oder wie man es auch immer möchte. Und dann habe ich zum Schluss eine Einkaufsliste, mit der ich einkaufen gehen kann. Der Einkauf findet dann in Schritt 4 statt. Um hier keine Impulskäufe zu tätigen, ist eine Einkaufsliste super von Vorteil. Natürlich muss man sich auch an diese halten. Das heißt, nicht nach rechts und links gucken, sondern tatsächlich nur zu den Produkten gehen und Lebensmitteln, die auf der Liste stehen. Lasst euch nicht von Wochenangeboten ablenken oder hinreißen. Denn wenn man Impulskäufe tätigt, die nicht im Plan inbegriffen sind, in dem Wochenplan, ist natürlich der Verbrauch dieses Lebensmittels auch nicht eingeplant in der nächsten Woche und so können diese innerhalb dieser Woche verderben. Worauf man auf jeden Fall auch achten kann, Angebote. Man kann diese im Vorhinein sich anschauen in den Prospekten oder auf den Internetseiten und dann gezielt einkaufen gehen. Zum Beispiel bei Lidl sind Kartoffeln im Angebot, bei Rewe die gestückelten Tomaten. Dann könnte man natürlich in verschiedene Supermärkte gehen, die in der Umgebung sind und dort gezielt einkaufen. Mir ist das persönlich zu aufwendig, sodass ich grundsätzlich eigentlich immer zu Lidl gehe, denn der ist um die Ecke. Ich muss nicht mal ins Auto, ich kann da zu Fuß hingehen und spare somit auch noch die Spritkosten. Ist man dann fertig mit dem Einkauf, hat alles in seinem Einkaufswagen, geht es zur Kasse. Hier sollte man darauf achten, dass man, wenn man hat, die Payback-Card benutzt, Cashback-Aktion insgesamt nutzt. Hier gibt es zum Beispiel Karten- oder Kreditkartenanbieter über Vivid oder zum Beispiel auch die Inkdiba. Beide benutze ich. Anbietern bei beiden Banken gibt es im Nachhinein Cashback zurück. Die können unterschiedlich hoch ausfallen. Gerne könnt ihr euch darüber informieren und ich packe euch einen Link in meine Infobox. So kommt dann auch über die Cashback-Aktion, Payback oder auch über die Lidl-App ein kleiner Betrag zustande, den ihr quasi kostenlos geschenkt bekommt, weil ihr müsst dafür ja nichts tun oder bezahlen, außer euren Einkauf, den ihr aber eh getätigt hättet. Seit ich budgetiere, denke ich daran, den Kassenbon mitzunehmen.
Bei Lidl ist das nicht ganz so wichtig, denn auch die haben eine App. Nach dem Einkauf ist es natürlich auch wichtig, die Lebensmittel richtig zu lagern. Denn hier kann auch vermieden werden, dass Lebensmittel super schnell verderben. Hierbei geht es darum, Lebensmittel in die richtigen Bereiche im Kühlschrank einzusortieren. Außerdem ist es wichtig, nicht alle Lebensmittel in den Kühlschrank zu packen, die dies nicht unbedingt benötigen. Im letzten Schritt geht es dann darum, sein Budget zu überwachen. Das heißt, ein Haushaltsbuch führen und kleinlichst aufschreiben, für was man Geld ausgegeben hat. Das heißt, Lebensmittel trennen von zum Beispiel Süßigkeiten oder Geschenken, Drogerieartikeln etc., sodass man am Ende der Woche bzw. am Ende des Monats genau sehen kann, für was man Geld ausgegeben hat. Mit dieser Übersicht kann man sich dann selbst reflektieren, sagen, oh je, meine, ich habe auf jeden Fall viel zu viel Geld zum Beispiel für Süßigkeiten ausgegeben. Oder aber auch versuchen, seine Kosten zu minimieren. Denn wenn man sich das überhaupt gar nicht erst aufschreibt, hat man überhaupt keinen Überblick darüber, wie viel man tatsächlich jetzt ausgegeben hat. Ich hoffe, ihr konntet von meinem gezielten Einkaufsplan ein wenig was mitnehmen und habt vielleicht neue Erkenntnisse geschlossen. Ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr mir einen Kommentar oder einen Daumen nach oben oder sogar ein Abo dalasst. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag, genießt das Wetter und wir sehen uns beim nächsten Video. Tschüss!